Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit mir, Oliver, zum Thema Raid Shadow Legends. Und heute bin ich nicht auf meinem Account, sondern auf dem von jemand anders. Und er hat mich gebeten, mal Splitter zu ziehen, denn es gibt ein Doppel-Chance-Event und ich soll mir mal meine Glücksbrille holen. Die habe ich natürlich hier dabei und hoffentlich einen legendären ziehen oder was noch gewünscht war, ein Stachelschädel für die Fusion von Rotos. Und wenn es natürlich noch nicht zu viel verlangt wäre, ein Gokorab, also da wäre natürlich schon viel dabei. Ich hoffe, dass ich ihm den Gefallen tun kann, dass wir vielleicht einen Gokorab ziehen oder einen guten Legendary oder vielleicht auch noch, wie gesagt, diesen Stachelkopf, der da noch für die Fusion gebraucht wird. Schauen wir einfach mal auf den Kanal drauf. Gucken wir uns mal an, was er für Champions hat, was er vielleicht noch gebrauchen könnte. Ah, okay, wir sehen, es sind schon ein paar epische da, sind auch, oh, Jarek ist auf jeden Fall ziemlich nice hier. Oh, wir haben auch einen legendären hier. Viech ist zwar kein Ignatius, aber auch er ist in der Arena schon mal ziemlich nice auf jeden Fall. Reliktbewahrer war früher mal sehr gut, hat auch die Arena damals dominiert, ist jetzt garantiert auch nicht schlecht, wenn man ihn aufbaut. Hope, weiß ich gar nicht, was sie für Fähigkeiten hat. Blocke Buffs, Schild, okay. Und entfernt Buffs. Buffs entfernen ist auch nicht schlecht, kann man zum Beispiel auch in der Arena zum Gebrauchen. Apotheker ist sehr nice, kann man immer benutzen. Flüstern hat auch gute Fähigkeiten, kann man auch aufbauen. Da sind schon mal ein paar. Oh, hier, Magier der Gruft, kann man gut in der Arena benutzen. Und lässt sich auch gut zum Beispiel in Verbindung mit Seher oder sowas spielen. Also da ist auch nicht schlecht. Seelentrinker mit den Bomben kann man auch spielen. Sicherlich auch nicht unbedingt schlecht. Oh, hier der aus dem Season Pass, der bärige Eisbrecher. In Kombination mit dem anderen Bären soll der sehr gut sein. Dunkle Äffel bei Spinne zum Beispiel nicht schlecht. Grabeskälte Level 17. Grabeskälte ist auch Gifterin für Clan-Boss-Team zum Beispiel ziemlich nice. Ja, schon mal ein paar Erfahrungspunkte holen. Es ist immer so eine Angewohnheit, auf alles zu klicken, was irgendwie leuchtet und das dann abzuholen. Das hier lasse ich vielleicht. Nee. Ist ein wöchentlicher Quest, ne? Ja, lass mal drin. Woche ist ja noch nicht um. Und wir gehen mal zum Splitterziehen über. Dafür sind wir ja hergekommen. Haben uns das Ganze jetzt mal angeguckt und hoffen, dass wir einen guten Legendary rausbekommen. Setzen wir schon mal die Glücksbrille auf. So, da ist sie, die Glücksbrille. Die ersten beiden Splitter müssen wir auf jeden Fall einzeln öffnen. Ich setze auch direkt auf, weil nicht, dass das Glück verloren geht. Ne? Müssen wir gucken. Zweifach Chance. Toi, toi, toi. Die anderen Splitter lassen wir noch zu. Ah, fängt ja schon mal. Fängt schon mal gut an. Ist noch ein Apotheker. auch nicht schlecht. Wir hatten zwar schon einen, aber. Wen haben wir hier? Jizzo, schade. Ist natürlich gerade einmal, den wir so auch bekommen können für die Login-Belohnungen. Aber vielleicht haben wir bei den anderen Splittern mehr Glück. Wir haben ja noch 50 übrig. Legendary! Los, komm, tu's für meinen guten Abonnenten und Freund. Legendary oder Seneschall, okay. Ich weiß jetzt gar nicht, was er für Fähigkeiten hat. Gucken wir gleich nochmal rein. Noch einer! Lady Atessa. Gucken wir uns die beiden mal an. Völliger Kadaver brauchen wir auch für die Fusion. Wir haben hier Entziehen. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Dauerheilung. Okay, das ist also quasi ein Heiler sozusagen. Provozieren und Gegenangriff. Bietet Chance für allen Feinden. Ah, nice. Okay, Gegenangriff und Provozieren. Das ist ja schon mal cool. Weil dann provozieren wir, wenn wir angegriffen werden, machen wir einen Gegenangriff und setzen den Entziehen natürlich drauf. Und es basiert auf Def und Angriff. Das heißt, wir müssen Def und Angriff schon einigermaßen gut oben halten. Hauptsache Defensive ist bei ihm oben, weil er ja ein Defensiv-Champion ist. Also ein guter Heiler bestimmt. Kann man mal ausprobieren. Habe ich noch nie versucht. Aber wenn einem an Heilung fehlt, kann man es definitiv mal probieren. Was haben wir hier? Bietet eine Chance. Blocke Buffs. Okay, Blocke Buffs. Kann gut sein. Lähmung. Oh, Lähmung finde ich nice. Greift aber nur einen Gegner an.
mit zwei. Oh, ein Gegner mit zwei zufälligen Verbündeten. Das kann gegen Bosse ziemlich cool sein. Wird um 10% gesteigert, wenn das Ziel einem Lähmungsdebuff unterliegt. Ah, okay, also wenn wir jemanden lähmen und benutzen dann diese Fähigkeit, ist der Schaden nochmal gesteigert. Okay, ist schon mal gar nicht so schlecht. Mal gucken, ist jetzt hier von den Seltenen noch irgendwas dabei. Moorwanderer ist auch kein schlechter Seltener-Champion. Richter, Eisenhülle. Fülliger Kadaver ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht für einen Seltenen. Ich hatte mir die jetzt mal angeguckt und er hat den Schaden, der basiert auf LP. Haben hier einen Schildbuff und sein Schaden basiert auch mit auf diesen Schildbuff im Wert von 20% seiner LP und er provoziert auch. Also auch er ist gar nicht so schlecht für einen seltenen Helden. Okay, beim nächsten ist hoffentlich der Legendäre dabei. Yarang ist auch nicht schlecht. Effe, Gesalbter, Elaine. Ah, Folterhelm. Ah, ich dachte, es ist der Stachelschädel. Waldmeisterin. Und wen haben wir noch? Hohe Cartoon. Hohe Cartoon ist ja auch leider eine Belohnung schon. Also wir haben jetzt keinen. Aber Yarang ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ignoriert. Ja, genau, der ignoriert nämlich die Def. Greift ein Gegner zweimal an, der macht dann nämlich auch Lähmung. Lähmung und Def ignorieren. Und er macht den Def-Verringerer. Also Def-Verringerer ist auf jeden Fall geil und er greift dreimal zufällig an. Bei Bossen natürlich sehr nice, den Def-Verringerer mit dreifacher Angriff zu haben. Geschwindigkeit in Dungeons auch erhöht. Also er ist auch gar kein so schlechter Charakter hier. Elhane natürlich auch nice. Hohe Cartoon haben wir schon. Folterhelm. Ich glaube, er ist jetzt nicht so. Ah, er war jetzt nicht so besonders. Nur Weitmeisterin weiß ich gar nicht. Was macht sie? Blocke Abklingzeiten, Schadenreflexion und Abklingzeiten blocken. Okay, ziemlich viel Abklingzeiten. Next. Gezeichnete, Rächer, Todessänger, Kaplan, Adriel. Oh, Einar, Metallbieger. Einer, ich glaube, sie kenne ich. Kann mal gucken. Schwächung. Ah, sie hat die Schwächung und Def-Verringerer mit drauf. Also eigentlich für Clan-Boss auch ziemlich nice. Greift einen Gegner an, greift einen Gegner an. Greift einen Gegner zweimal an. Also auch eine doppelte Angriffsattacke auf der 1. Könnte man jetzt, wenn man keinen Def-Verringerer und keinen mit Schwächung hat, definitiv auch im Clan-Boss-Team versuchen. Und sie heilt sich auch selbst. Das ist schon mal gut. Was konnte Adriel? Ich glaube, sie heilte, ne? Heilt alle Verbündeten um 20% ihrer maximalen LP. Und Schadensreflexionsbuff bei aufgestiegener Fähigkeit. Und den Angriffsverringerer, also auch eine gute Fähigkeit gegen Bosse. Und sie greift alle Feinde an, also das heißt, sie senkt auch den Schaden aller Feinde. Auch nicht unbedingt schlecht, wenn man nichts anderes hat. Wie viel haben wir jetzt noch? Wir haben noch 20, okay. Ja, jetzt muss aber der Legendäre dabei sein, anders geht's nicht. Hope haben wir schon. Schade, doppelt. Tempelritter, Schildwache, Fleischer für die Fusion. Oh, Wächter der Gruft, episch für die Fusion. Sehr nice. Können wir gleich mal... Oh, mürrisches Monster, der ist super. Ja, ein besonders guter auf jeden Fall dabei. Er ist zwar auch ein epischer, aber der ist nice. Den habe ich auch selber gerade im Aufbau. Und der ist für die Binne super und für Dungeons. Den kann man ziemlich theoretisch auch für Clan-Boss bauen, also für das Schild und so weiter. Jetzt gucken wir mal gerade, ob wir da in der Fusion jetzt damit vorankommen. Oh, hier. Ja. Wächterin der Gruft wäre für diese Fusion und für Rasin war, glaube ich, noch der. Genau, der Stachelhelm hier eigentlich gewünscht. Stachelkopf, denn weil er die Rasin-Fusion machte. Und sie ist aber auch eine gute Heldin. Moment, wo kann ich sie mir angucken? Weg, weg, weg. Wir gucken. Da, da. Ja. An, genau, sie hat nämlich auf der A1 den Angriffsverringerer. Sie hat einen Def-Steiger und blocke Debuff-Buff. Auch super bei Clan-Boss, super bei Arena natürlich auch. Super bei Dungeons, weil vor allen Dingen wir können zum Beispiel den Stun-Debuff vom Clan-Boss
damit wahrscheinlich sogar wegblocken. Ich weiß nicht, habe ich noch nie ausprobiert, weil ich keine Blocked Debuffs habe. Aber wir können auch den Angriff verringern. Und sie hat eine Chance von 25% eingehenden Schaden vollständig zu blocken, wenn die Verbündeten angegriffen werden und tritt einmal pro Runde auf. Also das heißt, sie hält auch ziemlich lange durch. Also hier würde ich sie wahrscheinlich auch tatsächlich mal beim Clan-Boss und im Dungeons versuchen, weil sie eben, wie gesagt, auch den Def-Steigerer und den Angriffsverringerer hat. Definitiv eine super Ergänzung. Und vor allen Dingen, sie hat auch diese Def-Aura von 25% in allen Schlachten. Man kann sie also auch als Lead einsetzen, zum Beispiel beim Clan-Boss. Also vielleicht blockt sie sogar den Stun-Schaden ab. Ich weiß es gar nicht. Müsste man mal ausprobieren. Mürrisches Monster, super geil. Macht er dieses riesige Schild. Jetzt brauchen wir nur noch den legendären und dann hätten wir es eigentlich. Jetzt überlege ich gerade, ob ich die tatsächlich im Bündel aufmachen soll oder einzeln. Ich meine, es macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Aber die Hoffnung auf den legendären stirbt natürlich zuletzt. Ich mache die jetzt einzeln auf. Haben wir hier Gräfin. Episch. Oh, doppelt als Buch. Sehr gut, können wir Bücher sparen. Wächterin der Gruft. Jetzt noch eine Wächterin der Gruft, ich hoffe nicht. Wir können natürlich auch eine Kopie aufheben für Rotos Beschwörung oder sowas. Oder für fürs nächste Beschwörungsevent. Vielleicht wird sie nochmal, soll sie nochmal für eine Beschwörung herhalten. Oh, sieht nicht gut aus. Wir haben nur seltene Helden. Komm schon, der eine legendäre, komm. Komm, 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 komm. Vielleicht muss ich die Glücksbrille reiben. Komm schon. Komm schon, komm schon. Wir haben so viele gute Epische jetzt gezogen. Es muss doch der eine Legendäre dabei sein. Tempelritter. Ein Legendärer, komm schon. Ein guter Legendär. Wir haben noch zwei, noch zwei, noch zwei, noch zwei, noch zwei. Komm, 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 komm. Ich traue mich eigentlich gar nicht, die letzten zwei noch aufzumachen, gerade weil sie nicht meine sind. Ah, komm schon. Selten. Jetzt. Legendär! Ah, verdammt, kein Legendärer dabei. Aber gute, epische Helden. Super, super. Noch auf den letzten Metern ein paar richtig gute, seltene Helden rausbekommen. Also, wen haben wir jetzt hier? Wir haben das mürrische Monster. Wir haben die Wächter der Gruft haben wir jetzt hier, das mürrische Monster haben wir jetzt hier. Wir haben leider eine Duplette von der Hohen Cartoon. Seneschall scheint ziemlich nice zu sein. Lady Atessa weiß ich jetzt gar nicht, wie sie so ist. Ich weiß auch nicht bei Hope, aber ich glaube, die hatten wir schon. Aber Yarang ist zum Beispiel nicht schlecht auf jeden Fall. Also Yarang auf jeden Fall auch ziemlich nice. Mürrisches Monster habe ich beim Clan-Boss jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich es auch noch nicht voll mit Schriftrollen gepackt habe, wie da sein Schild ist, wenn man auf Kriegsmeister geht. Ob das dann irgendwie besser ist oder nicht, wäre mal interessant zu sehen. Aber definitiv sehr hilfreich beim Spinnen-Dungeon. Und die Wächterin der Gruft auch sehr hilfreich garantiert beim Clan-Boss. Also da kann man uns jetzt erstmal nicht beschweren, dass wir hier definitiv Helden gezogen haben, die uns im Gegensatz zu denen, die wir schon hatten, jetzt hier bei Clan-Boss und Dungeons definitiv weiterbringen sollten.